darf Sie alle recht herzlich hier am Freitag des Gesangvereins Posen anlässlich unserer 50-jährigen Jubiläum begrüßen. Um die Mitglieder der ersten Jahre und ganz besonders die beiden Ehrenvorstände Martin Wiedemann und Alois Schumacher haben dafür gesorgt, dass sich das Vereinsleben eben nicht nur auf die 5. Jahreszeit beschränkt. Die Protokollbücher berichten denn auch ausgiebig von Wanderungen, Ausflügen, Nikolaus und Weihnachtsfeiern. Und heute fast undenkbar, es gab neben der eigentlichen Generalversammlungen jahrelang bis zu 7 Vollversammlungen pro Jahr, bei denen sich die Mitglieder austauschen und denen Vereinen einen inneren Zusammenhalt geben konnten. Diejenigen unter euch, die diese Zeit noch aktiv erlebt haben, wissen, dass das, was ich gerade Austausch genannt habe, oftmals war Eugen war. Wir waren nun vor 9 Jahren lediglich 4 Schädelmänner. Wenn ich heute sehe, wie sich die Zahl vergrößert hat, bin ich stolz auf das, was daraus geworden ist. Also frage ich mich, ob diese Entwicklung weiterhin so positiv verläuft. Darüber sollten wir allerdings im gemütlichen Teil des heutigen Abends reden, denn ich sehe es in Ihren Augen, dass Sie alle Hunger und Durst haben. Dass ich erst zu Wort komme, wenn es mir mein Chef, der Bürgermeister, erlaubt, es ist mir daher eine außerordentliche Freude, es heute mal umgekehrt zu machen, bitte schön, Herr Bürgermeister. Lieber Vorsitzender Marco Fehling, lieber Herr stellvertretender Hauptamtsleiter Rainer Wagner, stehen ja nochmal im Konzept drin, gell? Ja, verehrte Gäste und liebe Freunde der ganzen Garde Kerlach, namens des Gemeinderates und der Stadtverwaltung, vor allem aber ganz persönlich gratuliere ich der Ranzengarde Kerlach e.V. sehr herzlich zum 50-jährigen Jubiläum. Und es war ein sehr bewegtes Jahr, das Jahr 1953. Der Marco Fehling hat vorhin einiges aus der Geschichte der Ranzengarde ja berichtet und der Rainer Wagner wird, wie ich weiß, nachher auch noch einiges sagen. Aber zum Jahr 1953 vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Es könnte sein, dass die Gründer der Ranzengarde, als sie zusammensaßen, vielleicht genau dieses Bild gesehen haben. Ich weiß es nicht, ob das älter ist als 50 Jahre, aber es könnte so fast hinkommen. Das hat Kerlach damals ausgesehen. Und in Deutschland war es auch interessant. Kerlach hatte übrigens damals im Jahr 1953 exakt 6.252 Einwohner. Und bei der Bundestagswahl am 6. September 1953, Bundestagswahlen, erreichte die CDU in Kerlach 69,1%, die SPD 19,1%, also was die Bayern jetzt geschafft haben, hat Kerlach schon vor 50 Jahren hingebracht. Und ich habe eigentlich das jetzt gar nicht so als Vorbild sagen wollen, aber ich bin da neutral. Das Kerlacher Rathaus übrigens, das Kerlacher Rathaus damals wurde für 52.759 D-Mark umgebaut. Ein Hallenbad gab es ja nicht, ein Freibad. Und Ernst Oechsler, viel von ihm bekannt, und das soll jetzt vorbildhaft sein, wurde mit 99,6% der Stimmen als Bürgermeister auf 12 Jahre wiedergewählt. Es wurde festgestellt bei 2 Kirchenvisitationen, nämlich 1689 und 1720, wurde damals von der Obrigkeit beanstandet. Warum eigentlich? War ganz einfach so. Von der Obrigkeit wurde damals bemängelt, dass es einen Faschingskult gab, der sah so aus, dass jeweils vor Aschermittwoch die Weiber, ich zitiere, einen Baum verkauften und denselbigen vertranken. Man muss sich das vorstellen, das waren die Vorfahren unserer Fastnachtskultur. Es wurden Bäume entwendet, verkauft. Die Frauen haben das alles vertrunken. Und dann steht übrigens noch wörtlich in den Annalen, und die Fremden,
die vorbeigingen, wurden gepfändet. Das kennen wir ja heute noch, wenn man durch unsere Straßen geht, muss anhalten, hätte ein Mark oder hätte ein Euro. Und das haben in den Jahren 1689 und 1720 die Frauen gemacht. Und genau deshalb wird sie übrigens von der Obrigkeit auch beanstandet. Meine Damen, meine Herren, nochmal sehr herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Bestehen an die Verantwortlichen der Ranzengarde e.V. Ich hoffe, dass die Pflege fastnachtlichen Brauchtums weiterhin die alten Mitglieder bei der Gemeinschaft hält und auch neue Mitglieder stets zum Verein finden werden. Und ich wünsche der Ranzengarde Kirlach weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg und noch viele gesellige Stunden und uns heute Abend noch viel Vergnügen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vor ungefähr 30 Jahren habe ich zur Fastnachtszeit als kleiner Buben zum ersten Mal Männer mit lauter, dicken Beich und Kostüme gesehen. Ich hätte gedacht, dass ich 30 Jahre später beim 50-jährigen Jubiläum diesem Verein gratulieren darf, das ist für mich eine sehr große Erinnerung heute Abend. Die Arbeitsgemeinschaft der Kellerer Vereine beglückwünscht die Ranzengarde Kellach zu ihrem 50. Jubiläum sehr herzlich. Die Ranzengarde kann sehr stolz auf dieses Jubiläum sein. Und vor allen Dingen auf das, was sie in den vergangenen 50 Jahren für ihre Mitglieder, aber vor allen Dingen für das Gemeinwesen geleistet hat. Die Vereine der Kirchner Arbeitsgemeinschaft überreichen nun hier ein kleines Präsent im Wert von 250 Euro. Bitteschön. Das momentane Kostüm der Ranzengarde, also die natürlich nimmt man sich bei solchen Veranstaltungen auch Zeit, um seine Mitglieder zu ehren. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Josef Baumann, Barbara Dietrich, Ursula Haag, Sven Herbert, Franziska Hofner, Friedlinde Hofner, Irmgard Krämer, Claudia Machauer, Hubert Machauer, Herbert Mahl, Friedrich Müller, Thomas Müller, Marion Müller, Rainer Müller, Andrea Niesel, Andreas Niesel, Dieter Reichenhauer, Heidi Reichenhauer, Josef Schröpfer, Elfriede Schumacher, Margareta Schumacher, Theresia Schumacher, Franz Ulrich und Dagmar Zimmermann geehrt. Seit 15 Jahren sind Siegfried Hager, Elvira Heger, Friedrich Heiler, Rita Hinkes, Gerlinde Krämer, Waltraud Öxler, Brigitte Reich, Inge Schmeckenbecher, Valentin Schumacher und Genoveva Steinle Mitglied der Ranzengarde. Auf 20 Jahre bringen es Heinz Dürig, Emil Frank, Klaus Henkes, Alfred Horn, Jürgen Krämer, Oskar Kuhn, Emil Reich, Friedrich Reis, Peter Schmidt, Karl Sturm, Harry van Riesen, Herbert van Riesen, Thomas Wirth und Herbert Wirth. Für 25 Jahre wurden Herbert Bader, Josef Banditsch, Werner Haag, Friedhelm Heger, Karl-Heinz Heger, Leo Heiler, Peter Heiler, Willi Marquardt, Fred Uexler, Manfred Uexler, Georg Salzer, Reinhard Sand, Harald Schmeckenbecher, Hagen Simon, Roman Simon, Josef Stegmüller, Franz Vogelbacher und Hans Wirth geehrt. Wolfgang Koch, Karl-Heinz Steinle, Ottmar Tropf und Wilfried Wirth sind seit 30 Jahren bei der Ranzengarde und auch 35 Jahre bringen es Manfred Blankenburg, Heinz Plattner, Georg Heger, Emil Krämer, Willi Müller, Johann Zenger und Josef Vogelbacher. Für 40 Jahre wurden Herbert Plattner, Ludwig Hettinger, Ludwig Krämer, Günther Lehn, Baptist Öxler, Alois Schumacher und Bruno Schumacher geehrt. Auf stolze 45 Jahre bringen es Johann Haag, Herbert Götzmann, Heinrich Heiler, Wilfried Hofner, Robert Haug, Alfred Hagenberger, Alfred Haag und Willibald Mechtel. So, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, insgesamt sind nun 93 Mitglieder länger als 10 Jahre dabei.
Ein Teil davon haben wir gerade hier vorne gesehen. Und da stellt sich eigentlich die Frage aller Fragen. Gibt es das typische Mitglied der Ranzengalle? Die Protokollbücher können uns hier möglicherweise weiterhelfen. Bereits im ersten Buch auf Seite 3 heißt es, der Verein sei nach einigen Liter Hambacher Eselshaut aus der Taufe gehoben worden. Können wir also daraus schließen, dass der typische Ranzengattler viel Durst hat? Beweise dafür gibt es genug. Bereits 1955 zog man einen Wagen mit einem übergroßen Fass durch die Umzüge, später beschriftet mit dem Spruch, dieses Fass wird nicht gären, weil wir es schon vorher leeren. Noch 20 Jahre später wird 1972 von einer feuchtfröhlichen Generalversammlung berichtet und im gleichen Jahr heißt es über eine Verwaltungssitzung, da vorne habe ich es auch stehen, Schumacher Erwin war aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend, in Klammer Alkohol. Verwaltungsmitglied Egon Hoffner verließ, vermutlich aus demselben Grund vorzeitig die Sitzung. Nun, 1979 machte ausgerechnet die Vereinsspitze in diesem Zusammenhang von sich reden. Über einen ebenfalls feuchtfröhlichen Ausflug in die Pfalz heißt es, Vorstand Schumacher gab einen anschaulichen Unterricht über den Werdegang der Pfälzer Grundbiere. Es ist kein Wunder, dass er bald keine Haare mehr hat, wenn er immer Komfort im Grundbierkraut verschwand. Tatsache ist, Motto bei den Umzügen blieb bis in die 80er Jahre hinein, Stimmung gut, fast leer. Dass die Ranzengarde auch anders kann, zeigt aber schon 1962 der Motorwagen zur Einführung der Promillegrenze im Straßenverkehr. Damals noch 1,8 Promille. Da hieß es, trinkt Tafelwasser von Vogelbacher. Also nicht immer nur Alkohol. Und zur Eintragung ins Vereinsregister 1976 hält der damalige Schriftführer fest, man sei mit diesem Schritt nun kein Biertischclub mehr. Ab den 90er hören einschlägige Berichte zum Thema Durst dann gänzlich auf. Damit kommen wir also nicht weiter. Also beginnen wir nochmal von vorne. Josef Müller, Alois Wiedemann, Edmund Lehn und Heiner Heinrich sind die Gründer. Ist die Ranzengatte also reine Männersache? Und siehe da, erst 1982 heißt es, ich zitiere, zum ersten Mal waren Frauen auf der Generalversammlung. Nach fast 30 Jahren nun die Katastrophe? Ich sage nein, denn es heißt weiter, es waren nur zwei. Aber gemacht, liebe Frauen, schon 4 Jahre später war es geschafft. Auch die Frauen konnten förmlich Mitglied werden. Dass dieser Schritt längst überfällig war, war dem Schriftführer im Jahr 1980 schon lange klar. Zu einem Bericht über ein Grillfest heißt es, manch einer nahm beim Nachhausegehen einen Schlafkameraden mit. Mit anderen Worten, es fehlten die Frauen. Aber schon früher war man sich der Qualitäten der Frauen bewusst. Bereits 1960 gab es für den Arbeitseinsatz der Frauen einen protokollarischen, und ich zitiere wieder, Dank an die Ranzweiber. Und 1976 stellte man offen fest, was wäre die Ranzengarde ohne Frauen? Das definitive Symbol der Integration der Frauen war dann 1990 die Wahl von Waltraud Oechsler zur ersten Vorsitzenden. Also, liebe Frauen, da hattet ihr es geschafft. Also, die Ranzengarde ist auch keine reine Männersache. Auch hier laufen die Spekulationen ins Leere. Ich mache einen letzten kurzen Versuch. Gegründet wurde die Ranzengarde von lediglich 4 Personen. Ist sie eine Art Eliteverein? Schauen wir also noch einmal in die Bücher und siehe da, 1973 beschloss man die Neuaufnahme neuer Mitglieder nur nach vorheriger geheimer Abstimmung.
1978 stellte man sogar fest, der Herrgott muss einer von uns gewesen sein. Der ist aber laut Protokoll offensichtlich wieder ausgetreten, denn ein Jahr später hatte man bei den Festen nur schlechtes Wetter zu beklagen. Aber bereits 1974 wurden neue Mitglieder zwecks Auffrischung gesucht und 1990 plagte den Verein gar Nachwuchssorgen. Deshalb hat man sogar über das Mitteilungsblatt neue Mitglieder gesucht. Nein, die Ranzengarde ist auch kein Eliteverein. Nun, wenn wir jetzt wissen, was die Ranzengarde nicht ist, ist es leicht festzustellen, was sie ist und was sie immer war. Ein Verein für alle, die offen und gesellig sind und die Spaß an der Fasnacht haben. So, ich hoffe, ihr könnt euch alle mit diesem Spruch identifizieren, dass wir aber nicht nur der Straße entlang laufen können mit Kostümen, zeigt uns nun unser aktives Mitglied Jürgen Muß, der sich jetzt langsam warm macht und uns später dann mal zeigt, was wir so alles noch auf den Sohlen haben. Bis dahin machen wir noch etwas Musik.